Sie ist bunt und sie zeigt Kunst für alle Sinne. Die Rede ist von der diesjährigen Venedig-Biennale. Dort kann man Kunst nicht nur sehen, sondern man kann sie auch hören und man kann sie riechen. Kurator Adriano Pedrosa, der hat für die Hauptausstellung Foreigners Everywhere Werke von mehr als 300 KünstlerInnen nach Venedig geholt. Und er hat die Fassade des Hauptpavillons vom brasilianischen Kollektiv Macu bemalen lassen. Die BesucherInnen, die werden von Fischen, Vögeln und Figuren in einem bunten Farbmeer begrüßt. Und der Ansturm zu Beginn der 60. Biennale, der ist groß. Und mittendrin sind natürlich meine KollegInnen vom Monopolmagazin. An welche Schlangen sie sich am liebsten angestellt haben, wo sie vielleicht auch so ganz zufällig reingestolpert sind und mit welchem Gefühl sie vor allem wieder nach Hause gekommen sind, darum geht's in dieser Folge von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopolmagazin. Ich freue mich ganz besonders auf diese Folge und bin gespannt auf die ganzen Einblicke, die wir gleich bekommen werden. Mein Name ist Aline Wrozina und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Hi! Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM. Und damit begrüße ich ganz herzlich meine GästInnen in dieser Folge. Elke Buhr, Silke Hohmann und Sebastian Frenzel. Schön, dass ihr da seid. Hallo. 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 Starten wir rein. Für das Fachpublikum geht es ja mal schon so ein bisschen früher los auf so Messen, Ausstellungen etc. als dann für die anderen BesucherInnen. Ich denke dann immer, ja, dann ist es bestimmt noch so richtig ruhig und entspannt und man kann da so ein bisschen langschlendern, sich alles ganz, ganz viel Zeit für alles nehmen. Ich habe aber gehört, der Ansturm, der war tatsächlich relativ groß direkt von Anfang an. Die Schlangen an den Pavillons, die waren lang. Wie geht's euch jetzt? Seid ihr so ein bisschen kunstverkatert, ein bisschen durch? Wie ist die Stimmung? Ja, so alles. Es ist schon wahnsinnig viel, was man da sieht in einer Woche Venedig. Also ich war relativ lange da während der Vorbesichtigungstage und eigentlich ist das ganz gut, wenn man lange da ist, weil man dann ein bisschen weniger Panik hat, allzu viel zu verpassen. Trotzdem rennt man während dieser Tage doch sehr, sehr intensiv immer durch die Stadt. Also weil es gibt um das mal zu erklären, die Venedig-Biennale gibt es einen Hauptort, das sind die Giardini, dann gibt es noch das Arsenale, da ist auch eine große Ausstellung, aber das sind ja insgesamt über 80 Länderpavillons, die noch über die ganze Stadt verteilt sind. Und dann gibt es noch ganz, ganz viele Außenpavillons. Da gibt es noch ganz viele Nebenausstellungen. Und wenn man dann denkt, man müsse das alles sehen, dann wird man verrückt. Also das heißt, man muss sich da sehr gut absprechen. Und wir haben das untereinander auch gemacht. Und dann sehr immer gut gesagt, du gehst dahin und so. Und ja, und am Ende ist man ganz, ganz erfüllt und relativ müde, oder? Wie ging es euch? Muskelkater in den Waden auf jeden Fall. Und da man ja nur noch ein Kulturbeutel großes Handgepäckstück mitnehmen darf, hat man auch nur ein paar Schuhe dabei. Ah. Das merkt man dann auch. Mhm. Aber das ist so wie in New York oder so. Man kriegt halt auch unglaublich viel Energie dann wieder und man kann eigentlich gar nicht aufhören rumzulaufen. Und man legt sich dann auch nicht nachmittags mal irgendwie in sein Hotelzimmer, weil das überhaupt keine Lust machen würde. Man will dann immer noch mehr sehen. Aileen, ich finde deine Frage nach dem Kunstkater irgendwie schön, das ist ein lustiger Begriff, aber ich habe gerade überlegt, ob der hinhaut, für mich eigentlich nicht, weil ich leide nicht darunter, dass ich so viel konsumiert habe, sondern jetzt setzt sich das alles so langsam zusammen und man kann eigentlich auch immer noch nicht aufhören, darüber nachzudenken. Das klingt schön und macht Lust auf mehr und eure Schrittzähler sind auf jeden Fall alle hoch. In der Biennale Hauptausstellung Foreigners Everywhere von Kurator Adriano Pedrosa, über die wir ja auch in der vergangenen Folge schon so ein bisschen, die wir so angeteasert haben, da geht es um Kunst, die von dem sogenannten ja, globalen Westen jetzt lange übersehen wurde. Es geht nämlich um Migration, queeres Leben und AußenseiterInnen. Wie schafft ihr das denn in Foreigners Everywhere, diesen Menschen da eine Bühne zu geben? Was konntet ihr dort erleben? Die Präsentation ist eigentlich total klassisch. Also eigentlich sind Biennalen, haben ja oft so einen Festivalcharakter. Man kommt dann in die großen Säle rein und da ist es laut und überfüllt, auch von den Kunstwerken her überfüllt.
Und das war dieses Mal überraschenderweise total anders. Das war eigentlich wie in einem Museum, in einem sehr traditionellen Museum, muss man auch sagen. Also in der Regel bestanden die Räume daraus, dass man in der Mitte eine Skulptur hatte oder auch zwei und an den Wänden Bilder, gerahmte Bilder. Also so wie man das vor 50 Jahren auch gemacht hätte. Das war vielleicht oder vermutlich auch mit Absicht so gemacht, weil ja da auch viel indigene Kunst dabei war, die halt klassischerweise nicht in dieser westlichen Präsentationsform auch ausgestellt wurde lange. Und die dann auch gerne mal so ein bisschen, ja, so hingeschlunzt wird oder so hippieartig irgendwie zusammengerumst. Und das hat jetzt, wenn du fragst nach der Bühne, die diese Menschen bekommen haben, war das so das kunsthistorische Podest der vergangenen Jahrzehnte und Jahrhunderte. Und es war eigentlich gar nicht so laut und überfordernd, wie man das gedacht hätte. Ja, die Frage ist aber, wie hast du es empfunden, Sebastian? Also fandst du es dann, wie war für dich die Erfahrung, da durchzugehen? Also für mich war es so ein bisschen, ich verstehe total, warum er das so gemacht hat. Dieses Argument, er arbeitet am Kanon, er will halt diese Künstlerinnen und Künstler, die eben nicht in der Kunstgeschichte bislang aus westlicher Perspektive vorkommen, er will die da reinbekommen. Aber für mich persönlich oder auch für uns sozusagen als Monopol-Team, finde ich, waren dann viele Sachen so fast so ein bisschen egal. Also, dass ich so irgendwie dachte, okay, ich verstehe theoretisch, das ist jetzt, kann jetzt interessant sein, aber ich persönlich habe jetzt im Moment gar nicht die Lust, mich mit diesen ganzen einzelnen Positionen zu beschäftigen, weil ich möchte ja eigentlich, für mich persönlich interessiert das Zeitgenössische eher. Und dann, da gab es ja auch viele Positionen, die im Zeitgenössischen spannend waren, aber generell war das, ich bin ein bisschen zu schnell sogar, fand ich, durch die Ausstellung durchgegangen. Ja, es ging erstaunlich schnell. Also das Motto der Biennale Foreigners Everywhere, also Fremde überall, das hat sich übertragen auf den westlichen Besucher. Also wir waren ein bisschen die Fremden in dieser Ausstellung. Und die zeitgenössischen Werke, also es waren tatsächlich sehr viele historische Arbeiten dabei, viel auch von schon toten Künstlerinnen und Künstlern. Das hat man ästhetisch aber gar nicht gemerkt. Also das war dann immer wieder so eine Überraschung, dass in einem Raum eine Arbeit hing von einer, ich sag mal, von einem Kollektiv aus Peru, daneben was von einer indonesischen Malerin und dann noch was von irgendeinem zeitgenössischen queeren Künstler. Und weder formal noch inhaltlich hat man die Unterschiede eigentlich gemerkt. Und das heißt, so klassisch das präsentiert war von den Formaten her, war es da wieder ein totaler Bruch mit so einer kunsthistorischen linearen Erzählung. Also es war nicht irgendwie 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert Gegenwart, sondern es geht quer durch alle Zeiten und folgt eher so einer linearen Zeitvorstellung, die ja auch in vielen indigenen Traditionen eher so das Modell ist, dem man folgt. Dann würde ich euch genau zu diesem Kontext so ein kleines Zitat präsentieren. Und zwar, die diesjährige Biennale sei so politisch korrekt und auch langweilig wie schon lange keine mehr. Das habe nicht ich gesagt, sondern das schreibt ein Kollege der Neuen Zürcher Zeitung. Wie ist eure Position zu diesem Zitat? Stimmt das für euch oder gibt es, habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört, gibt es vielleicht Momente, wo ihr diese Meinung teilt? Politische Korrektheit scheint ja auch in der Kunst, aber auch in anderen Bereichen des Lebens zu Langeweile manchmal zu führen bei Menschen. Also bei mir führt politische Korrektheit nicht zu Langeweile. Ich erwarte halt irgendwie was Überraschendes, was ich noch nicht gesehen habe von einem Kurator und von der Venedig Biennale. Und wenn der Autor oder die Autorin dieser Zeilen da eben nicht irgendwie sich so genug an die Hand genommen gefühlt hat, um selber diese Erfahrung zu machen, dann kann ich das nachvollziehen. Das fand nicht statt. Das musste man dann, wenn man Lust hatte, eben selber machen. Aber ich glaube, es ist wie immer mit der Kunst, man muss auch eine gewisse Lust darauf haben, sich in was reinzubegeben, für das man vielleicht nicht auf Anhieb das richtige Besteck hat. Und wir alle haben das gemerkt, Elke hat es auch gerade schon gesagt, dass man letzten Endes so mit dem kunsthistorischen Besteck da jetzt nicht so weit kam, weil einfach Informationen fehlten oder Kontext noch nicht vorbereitet war oder aufbereitet war. Und das wollte Adriano Pedrosa auch gar nicht. Er wollte, glaube ich, einfach vor allen Dingen zeigen, was es alles gibt oder wie Sebastian gerade gesagt hat, wie so ein Raum voller Leute, zu denen man eigentlich noch keine Verbindung hat und man soll sich dann halt einfach mal so kennenlernen gegenseitig. Das ist halt aber auch ein bisschen Mühe. Ja.
Ich fand, man hat das gemerkt, wenn es mal einen Raum gab, wo ein Künstler oder eine Künstlerin viel Platz bekommen hat. Also oft waren halt von den meisten Wahlen oft nur ein Werk da. Und dann gab es zum Beispiel diesen einen Raum mit Luis Fratino. Das ist ein ganz toller junger Maler, so ein queerer Maler. Und von dem waren dann sehr, sehr viele Werke in einem Raum. Und das dann merkte man sofort, oder ich jedenfalls, ich habe dann, da bin ich dann auch länger geblieben und bin dann so richtig eingetaucht. Und dann hat es auch Spaß gemacht. Also das, ich finde es, glaube ich, doch einfach, ich glaube, es hat mit politischer Korrektheit überhaupt nichts zu tun, wenn man sich da langweilt, sondern eher damit, dass vielleicht einfach so vieles nur angetickt wurde und man so ein bisschen Probleme hatte, sich dann so reinzufinden. Und wenn das dann passierte, war es dann aber sehr, sehr schön. Ja, ist auch die Frage, wie man politische Korrektheit, dieses furchtbare Wort, wie man das so definiert. Also man muss auch wirklich nicht vergessen, es war der erste Kurator aus dem globalen Süden bei 60 Ausgaben Biennale. Es war der erste offen queere Kurator. Man sieht da queeren Sex, man sieht schwulen Sex. Das sind halt Sachen, ich weiß nicht, vielleicht in Zürich, vielleicht sind die ja alle schon super weit, aber so historisch betrachtet sind das halt alles Errungenschaften, dass man solche Bilder sehen kann, die es noch nicht lange gibt. Und es war wirklich eine Umkehrung der üblichen Biennale, dass man quasi das auch, vielleicht war das Nicht-Erklären auch einfach so wirklich, ja, jetzt guck mal, wie das eigentlich dem globalen Süden seit 150 Jahren oder noch länger geht. Da werden halt auch, also der weiße heterosexuelle Maler musste sich halt nie erklären. Man könnte ja auch sagen, wir haben 150 Jahre Identitätspolitik aus dem Norden hinter uns, wo halt immer nur weiße heterosexuelle oder weiße Männer auf jeden Fall präsentiert wurden. Jetzt ist das nicht der Fall und dann heißt es auf einmal, ja, die Künstler wurden nicht nach Qualität ausgewählt, sondern nach ihrer Herkunft. Aber wie gesagt, das war 150 Jahre oder 2000 Jahre galt es andersrum und jetzt ist es mal umgedreht. Ich muss aber auch zugestehen, dass ich auch meine Probleme mit der Ausstellung hatte. Ich bin auch kein Experte und ich hätte mir... Was ich noch interessant finde, wäre eigentlich diese zeitgenössische Definition von Indigenen auch mehr darüber zu erfahren, ob es auch sowas wie Ironie da gibt und Humor und verstörende Sachen, weil das Plädoyer kann ja jetzt auch nicht sein von so einer Biennale, dass wir alle irgendwie im Wald leben und hinter jedem Baum einen Geist sehen oder so. Das ist ja, wir leben in einer zeitgenössischen Welt und ich glaube auch, viele zeitgenössische Künstler aus dem globalen Süden greifen halt auf diese indigenen Traditionen zurück, aber das ist dann auch nicht so eins zu eins zu verstehen. Also das ist auch konzeptuell, das ist auch ironisch gebrochen, das ist mit einem postmodernen Abstand dazu. Und darüber müssen wir eigentlich alle noch mehr erfahren. Aber ich fand, das sah man super beim US-amerikanischen Pavillon. Der war ja total ironisch und lustig. Also das war Jeffrey Gibson. Das war auch zum ersten Mal, dass da ein indigener Amerikaner sich präsentiert hat. Und das war ultra bunt. Also wirklich, man hat irgendwie, also man ist ja fast rückwärts wieder rausgetaumelt aus diesem Pavillon. Und zur Eröffnung waren dann auch so Tanzgruppen. Und das Ganze mündete, aber dieser Pavillon mündete in so einer, in so einem Video, wo so Leute in traditionellen indigenen Kleidern in so einem krassen Euro-Trash-Song irgendwie in so einem Musikvideo so abgehen. Und da sieht man, dass es halt total zeitgenössisch auch verstanden wird. Und ich habe dann noch gefragt, das fand ich wirklich lustig, weil die waren so, die Leute von der Tanzgruppe, die hatten so ganz glänzende Sachen an. Und ich dachte so, das ist doch bestimmt auch eine zeitgenössische Variante oder eine Anverwandlung. Und dann meinte aber jemand, der sich da auskennt, der meinte so, nee, das sind die originalen traditionellen Kleider, die da anhaben. Und ich dachte so, krass, das sieht aus wie Cheerleader. Also wirklich so total bunt alles und wirklich schon von vornherein total camp und überdreht. Und ich finde, da hat man diesen ironischen Punkt sehr gut gesehen. Dann kommen wir nochmal von diesem etwas schwierigen, bestimmt auch provokativ gemeinten Kommentar weiter zu der Ausstellung Thresholds, also zu Deutsch Schwellen, heißt diese Ausstellung von Kuratorin Charla Ilk, über die wir ja auch schon in der vergangenen Folge, die wir angeteasert haben. Monopolautor Daniel Völze, der schreibt über die Werke von Yael Batana und Ersan Montag: Es ist, als würden Yael Batana und Ersan Montag Schutt und Asche, Staub und Erde zur Seite räumen, auf das etwas völlig Ungesehenes endlich doch Platz hat in diesem verdammten Pavillon. Was genau ist da passiert? Wie ist den KünstlerInnen das gelungen?
Ja, lustig, weil zuerst räumen sie den Schutt und den Staub ja rein, ne? Also das, was passiert ist, ist, dass Ersan Montag hat anatolische Erde von einem Land, das sein Großvater ihm geschenkt hat, aus Anatolien, wo sein Großvater herkam, vor in den Eingang des Pavillons kippen lassen und hat den Pavillon damit zugekippt. Also man kommt durch diesen monumentalen Haupteingang erstmal gar nicht rein, sondern man muss zur Seite rein. Und dann ist es ja der Pavillon in den Giardini, so eine Gemeinschaftsarbeit von diesem Ersan Montag eben und von Yael Batana. Und Ersan Montag hat so ein Haus gebaut, mitten in den Pavillon rein, wo man über mehrere Etagen wie durch so eine Theaterkulisse läuft. Und da waren dann auch Performances, die das Leben seines Großvaters darstellten. Und gleichzeitig ist es so eine, da ist alles mit Staub überdeckt, weil es geht darum, dass der Großvater gestorben ist, weil er in einer Asbestfabrik gearbeitet hat in Deutschland, also erste Generation Immigranten. Alles ist mit Staub überdeckt. Gleichzeitig gibt es so Referenzen an die DDR, weil auch das ist ja so eine Art Fremdheitsgeschichte, Migrationsgeschichte. Also das ist in der Mitte halt Ersan Montag. Und drumherum ist Yael Batana, das ist eine große Videoprojektion und dann nochmal so ein Videodom und so. Und da geht es um ein Generationenschiff, also um die Juden verlassen die Erde. Die Erde ist zerstört durch Klimawandel und so weiter. Und die Juden haben den finalen Exodus organisiert und haben so ein Mehrgenerationenschiff gebaut. Und darum geht es da. Vielleicht kann jemand anders noch weiter beschreiben, wie das aussieht. Von diesem Generationship gibt es dann auch ein Modell. Das hängt sehr eindrucksvoll in einem dunklen Raum. Also man ist sofort in so einem Science-Fiction-Szenario, das sehr ästhetisch ist. Die Ästhetik des Films von Yael Batana schließt daran auch an. Es ist so ein bisschen zwischen einer Utopie und einer Dystopie. Menschen tanzen im Wald wie zu einem Abschiedsritual. Und das Ganze steuert dann darauf zu, dass man letzten Endes zum Schluss die Erde verlässt. Und ich glaube, das, was Daniel Völzke auch in seinem Artikel meint, ist diese gewisse Leichtigkeit oder das auch irgendwie zum Fliegen zu bringen, ohne dass man jetzt die ganze Historie irgendwie ignoriert. Aber dadurch, dass Yael Batana aus Israel stammt und Ersan Montag türkischstämmig ist und also er ist in Deutschland geboren, aber seine Familie kam aus der Türkei. Dadurch kommt auch nochmal eine ganz andere Perspektive in diesen Pavillon, der sich bisher eigentlich immer nur, oder das ist zu einfach gesagt, aber doch sehr stark immer auseinandergesetzt hat mit der deutschen Geschichte, mit der Zeit, in der Pavillon entstanden ist, nämlich zur Zeit des Faschismus, was man auch deutlich sieht. Und da ist so ein Schritt hinaus gemacht worden, der irgendwie alle, glaube ich, auf eine Art überrascht und auch erleichtert hat, weil man das Gefühl hatte, das ist vielleicht jetzt auch auserzählt. Es ist natürlich immer der sogenannte Elefant im Raum, aber man kann damit auch anders umgehen und mal die Perspektive ein bisschen verändern. Ich fand den Pavillon total irre und intensiv, weil beide nämlich mit dieser Nazi-Ästhetik so ein bisschen, vereinfacht gesagt, auch spielen. Also Yael Batana auf der Bildebene, wie gesagt, da tanzen so blonde Menschen im Wald, so Ringelreigen und halten sich an den Händen. Da ist so ein nackter Mann mit einer Fackel in der Hand. Also das sieht vom Filmlevel her aus wie von Leni Riefenstahl inszeniert. Auf der Soundebene auch was die Performer von Ersan Montag dazu beitragen, hat das beinahe so was gespensterhaft Unheimliches. Und das steigert sich dann zu so einem Gesamtkunstwerk wie von Richard Wagner in seiner Fieberfantasie ersonnen. Und das ist halt total ergreifend und intensiv und ist halt irre, wenn man sich halt diese Migrationsgeschichte von beiden oder eine Deutsch-Jüdin und ein Deutsch-Moslem, die das bespielt haben, klar macht, dann ist es halt so eine ganz andere Aneignung, eine beinahe schon unverschämte Aneignung dieser Ästhetik, die aber dann natürlich ganz woanders hinführt. Mhm. Finde ich, klingt super interessant. Schauen wir nochmal. Ihr habt ja sehr, sehr viel gesehen, habt ihr auch am Anfang schon gesagt. Und ihr habt jetzt schon andere Pavillons auch erwähnt. Welche Pavillons haben euch denn noch,
noch beeindruckt? Welche haben noch was bei euch hinterlassen? Ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass es was zum Riechen gibt. Fand ich sehr interessant. Da stelle ich mir dann so Riechboxen vor, wie in so einem Kindermuseum, ehrlich gesagt. So wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein. Aber wo haben denn Gerüche als Teil einer Ausstellung irgendwie Bezüge hergestellt? Warum gab es da was zu riechen? Was hat euch ja irgendwie beeindruckt? Das war der koreanische Pavillon, der mit den Gerüchen. Und zwar hat die Künstlerin des koreanischen Pavillon ihre Landsleute gefragt, wonach riecht denn eigentlich Korea? Und die haben dann so was eingesandt und das hat sie dann praktisch nachempfunden. Ah. Und nein, es gibt da so keine Riechboxen, sondern es gibt in den verschiedenen Räumen sind so, also man sieht diese Spender eigentlich gar nicht. Da sind so kleine Löcher in der Wand, da kommt der Geruch halt raus. Und es gibt nur eine Skulptur, wo so wie so ein glatzköpfige Figur, so ein kleiner Alien, das so ausatmet, die so einen Dampf ausatmet und da kann man es dann ganz besonders riechen. Und ich fand aber am tollsten den Geruch im französischen Pavillon, oder Silke? Genau, das ist ein Pavillon von einem französischen Künstler, der aber seine Wurzeln auf Martinique hat in der Karibik, was eine Besonderheit ist, dass Frankreich sich sozusagen seiner kolonialen Vergangenheit auch in der Form stellt und das auch wirklich, das ist auch Thema des Künstlers und des Pavillons. Und der arbeitet mit Sound, mit Skulpturen, mit Videoarbeiten und auch mit Geruch. Und das war wirklich ein besonders schönes Erlebnis, in diesen Pavillon reinzukommen, der einen so voll umfängt, eigentlich mit allen Sinnen, ohne dass das jetzt so aufdringlich wäre, sondern man merkt irgendwie, hier ist ein sehr gut produzierter Soundtrack, der zu den Bildern passt. Man läuft zwischen Skulpturen herum, die von der Decke hängen. Sie sehen ein bisschen aus wie Treibgut und haben aber auch eine ganz eigene. Natürlich sind sie künstlerisch total durchdacht und sehr, 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 sehr gute Einzelwerke, aber auch als Gesamtes sehr eindrucksvoll. Und dann merkt man irgendwann, okay, man fühlt sich hier wirklich so völlig eingehüllt in einen Kosmos, der hell ist, auch irgendwie schön ist, auch was Tänzerisches hat. Mhm. Und dann merkt man, ja, und irgendwie riecht's hier auch ganz toll. Und dann sind Elke und ich so losgegangen, haben so ein bisschen an den Sachen so heimlich geschnuppert, um rauszufinden, wo das herkam. Es war letzten Endes mehrere kleine Bassins, die in den Skulpturen integriert waren. Und da war eine Flüssigkeit drin, vermutlich Wasser, und dann aber mit so Pflanzenelementen, die wir nicht ganz identifizieren konnten. Es konnte ein Gewürz sein oder eine Blüte oder so. Und das hat eben diesen wunderbaren Duft verströmt, was aber alles eben, wie gesagt, so ganz subkutane stattfand und dazu beitrug, dass man denkt, okay, ich stehe hier wirklich ganz woanders als ein paar Schritte weiter draußen, wenn ich da wieder in den Giardini bin. Und das ist eben das, was die Kunst dann auch in Venedig immer wieder kann. Irgendjemand sagt, es sei Vanille gewesen. Also irgendwo habe ich gelesen, es sei Vanille gewesen, aber ich finde das gar nicht so plausibel. Also interessant finde ich auch, dass der Pavillon, der dann gewonnen hat, dass der bei mir gar nicht so einen dollen Eindruck hinterlassen hat und dass ich, dass viele auch einfach dran vorbeigegangen sind. Also das war nämlich Australien, Archie Moore, auch er ein Aborigine-Künstler. Das war, also man kam rein, es war alles irgendwie dunkel und es gab in der Mitte war so ein Podest, auf dem ganz viele so Zettelhaufen, also da waren so Dokumente ausgedruckt und dann habe ich das gelesen. Und das, also bei den Dokumenten, das waren, da ging es um Misshandlungen von Aborigines durch die Justiz in Australien. Und dann waren die Wände über und über bemalt. Also die Wände waren schwarz und da war so mit weißer Kreide so ein riesiger Stammbaum drauf gemalt, so eine Genealogie. Und damit ist halt Archie Moore 60.000 Jahre zurückgegangen. Also es ging um seine eigene, es fing mit seiner eigenen Familie an, also verschiedene Aborigine-Völker, außerdem dem Schottland, Großbritannien. Und dann geht das immer weiter zurück, verzweigt sich, sodass es auch die ganze Decke überzieht und dass man dann an der Decke praktisch wie so ein Sternenhimmel von Vorfahren hat. Also Ancestors. Ancestors ist ja sowieso ein Wort, was man überall hört. Es geht jetzt immer überall um die Ancestors und bei den Aborigine halt auch. Und die sagen ja, sie sind eine der ältesten ununterbrochenen Kulturen überhaupt auf der Erde und verfolgen halt ihre Wurzeln so weit zurück. Und der hat dann gewonnen. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt so, also ich fand den schon gut, aber ich hätte, also wir hätten alle nie gedacht, dass der gewinnt. Das war diesmal sowieso lustig. Wir waren immer so, ja, was sind denn so die Favoriten? Und alle so,
weiß nicht. Mhm. Sehr unterschiedlich. Aber doch, ich hatte. Ich wollte gerade sagen, ihr sprecht euch doch bestimmt immer ab und fragt, und war der Pavillon, ist das ein Favorit? Könnte er schon sein? Andere Favoriten. Ja, welche waren denn nochmal deine, Sebastian? Also, mein Favorit, ich fand Deutschland wirklich gut. Ich fand Amerika mit, was Elke vorhin schon erwähnt hatte, den Jeffrey Gibson sehr stark. Und ich fand den Vatikan toll. Das hatten wir in der ersten Folge auch schon angesprochen. Der Vatikan hat sein Pavillon in das Frauengefängnis von Venedig verlegt, auf der Insel Giudecca. Und das war wirklich so intensiv. Man kam dahin, wurde dann nach diversen Sicherheitskontrollen reingelassen in kleinen Gruppen und geführt von Insassinnen. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt an der Kunst lag, die da drin war, oder einfach an dem Ort in Verbindung mit dem, was die Insassinnen einem erzählt haben. Auf jeden Fall sind da Kunstwerke, die teilweise auch mit den Gefangenen entstanden sind. Zum Beispiel eine Reihe von Gedichten, die dann auf Leinwand übertragen wurden. Und dann auch so Arbeiten, in denen es so ganz um ganz einfache Fragen der Kunst, aber halt auch weit darüber hinausgeht. So, was bedeutet es, wenn man sieht und wenn man gesehen wird? Also dann hin zu Fragen von Überwachen und draußen sein können. Es geht um die Frage der Freiheit natürlich. Was bedeutet Freiheit der Kunst und Freiheit für diese Menschen da? Teil dieser Gefängnisanlage ist auch eine Kirche, ein Kapellenraum, wo auch Kunst drin war. Und diese Kapelle ist Magdalena gewidmet, die ja von der Hure, wie man sagt, zur Heiligen wurde. Und da geht es natürlich auch um so Fragen von Schuld und Sühne und Vergebung. Also das war so existenziell und heftig. Mhm. Und wenn man dann in so einem Gefängnis ist und da in der Küche ist oder in dem, da gibt es einen kleinen Spielplatz, in dem die Gefangenen, die Kinder haben, mit ihren Kindern spielen können, wenn die zu Besuch kommen. Das berührt einen halt einfach total und ist echt auf einem ganz anderen Level nochmal. Mhm. Klingt nach sehr großen Fragen in einem sehr spannenden Kontext. Neben der Hauptausstellung und den Landespavillons in den Giardini gibt es während der Biennale noch zahlreiche weitere Ausstellungen in Venedig. Da haben wir schon angeteasert. Silke, du hast dir Monte di Pietà des Schweizer Künstlers Christoph Büchel in der Fondazione Prada angeschaut. Ich habe mir nur Bilder bisher ansehen können. Ich war noch nicht in Venedig. Es sieht so ein bisschen aus wie so ein unsortierter Antiquitätenladen, Secondhand-Shop. Lädt so ein bisschen zum Stöbern ein. Da stehen Fahrräder, Altkleider stehen da zum Verkauf. Genauso wie aber auch ein Kunstwerk von Joseph Beuys. Warum ist das so? Was hat der Künstler sich dabei gedacht? Das klingt super spannend und es sieht toll aus. Aber ja, hatte ich erstmal nicht erwartet. Also erstmal, das war wirklich total überraschend. Also die Ausstellung wurde auch ein bisschen verschoben. Sie sollte eigentlich schon Mittwoch für die Presse öffnen, wurde dann auf Freitag vertagt, weil der Künstler wirklich noch bis Donnerstagnacht daran gearbeitet hat. Das ist ein kompletter Irrsinn. Der gesamte Palazzo der Fondazione Prada wurde, das ist ein wirklich großes, großes Haus am Kanal über 3 Etagen und Christoph Büchel hat das bis auf die oberste Etage auf allen Stockwerken in ein Gesamtwerk, das wirklich schwer in Worte zu fassen ist, gebracht. Dieser Secondhand-Appeal, den du da gerade erwähnst, den gibt es in so einem zentralen Raum. Da wurde nämlich, also das war früher, Christoph Büchel hat recherchiert und das Haus der Fondazione Prada war früher das Pfandleihhaus von Venedig und davor der Geburtsort einer zyprischen Kaiserin. Und er hat sich mit dieser gesamten Geschichte dieses Ortes, wo er ist, beschäftigt und ist da den einzelnen Themen nachgegangen auf eine für ihn typische kritische Art und Weise. Also zunächst mal die Frage von Schulden, Pfandleihhausschulden, was ist was wert, welche Rolle hatte dieses Haus in Venedig, was hat es mit den Menschen gemacht, und er versetzt uns eigentlich durch diese ehrlich gesagt Ramschbude, in die er dieses prächtige Haus verwandelt hat, natürlich auch in so eine Not. Das ist alles wie eine riesengroße Unordnung aus wertvoll, nicht wertvoll, so wo man irgendwie auch überhaupt nicht mehr klarkommt. Und dass er
wichtige Werke von bekannten Künstlerkolleginnen und Künstlerinnen reingeschummelt hat. Das gibt dem Ganzen natürlich nochmal auch irgendwie, also einerseits einen visuellen Wert, das macht Spaß, das zu suchen. Es gibt aber auch natürlich zu der Frage, was ist wertvoll und woran erkennt man das, nochmal so eine sehr coole, interessante Dimension. Und Christoph Büchel arbeitet immer so wahnsinnig überbordend, dass man, also ich hatte fast ein bisschen das Gefühl, ich komme hier eigentlich nie wieder raus. Und es stimmt auch, ich bin auch immer noch drin, ehrlich gesagt. Ich kann nicht aufhören, darüber nachzudenken. Ja, ich fand es krass, eine krasse Erfahrung, da durchzulaufen. Ich fand es auch richtig beklemmend. Also was er letztlich macht, ist ja, den Kapitalismus an seinen Wurzeln zu suchen und den auch zu finden und dann auch die gegenwärtigen Deformationen, die das mit der Psyche macht. Also einfach Stuff, also Zeug irgendwie. Einfach kaufen, haben, zu viel haben, Armut, Überfluss. Und irgendwie totaler Kontrollverlust. Also mit diesen, das ist ja was unsere Gesellschaft auch einfach ausmacht, dieser Kontrollverlust. Wir haben viel zu viel Zeug. Und gleichzeitig gibt es immer noch, also unser Begehren ist in keiner Weise befriedigt, weil wir eigentlich was anderes suchen. Was wir bekommen, ist Stuff, ist Zeugs irgendwie. Und ich fand das total deprimierend und gleichzeitig sind da auch dann noch so es sind dann immer so fürchterliche Nebenräume, wo dann so, die dann so aussehen wie, weiß ich nicht, wie so Bunker oder so Schutzräume nach dem Motto, wenn jetzt Atomkrieg kommt, könnte man mal kurz da rein oder so dann was mit so einer Pole-Dancing-Stange und wo man sieht, es ist so ein ganz kleines Separé für Prostitution und also es ist so, sind so also alle fiesen Sachen, die man sich noch vorstellen kann. Es geht um Waffen, es geht um Krieg und irgendwo ist halt noch an einer kleinen Tür ist ein ganz kleines Namensschild, David Graeber. Das ist ja dieser Anthropologe, der dieses fantastische Buch geschrieben hat, Schulden die ersten 10.000 Jahre. Und genauso fühlt sich das an. Also okay, das ist jetzt mal 10.000 Jahre Wissen in diesem Palazzo und ich war gleichzeitig total glücklich, das gesehen zu haben und dann aber auch ein bisschen froh, als ich wieder draußen war. Das klingt nach so viel. Vielen lieben Dank für eure ganzen frischen, exklusiven Einblicke, die ihr jetzt gerade hier mit mir und den HörerInnen im Podcast geteilt habt. Silke Hohmann, Sebastian Frenzel und Elke Buhr vom Monopolmagazin haben ihre Eindrücke von der 60. Biennale in Venedig geteilt. Vielen Dank. Gerne. Sehr gerne. Und mehr dazu gibt es dann auch in unserem Juniheft. Da gibt es nämlich die richtig ordentliche Review mit den ganzen vielen tollen Fotos. Und da kann man das alles nochmal geordnet nachlesen. Die Venedig-Biennale, die läuft noch bis Ende November. Das heißt, euch bleibt noch genug Zeit, falls ihr noch einen Abstecher auf die Insel machen wollt. Vorbereiten könnt ihr euch entweder mit dem Hören dieses Podcasts oder ihr schaut ins aktuelle Monopolheft mit dem Sonderheft zur Venedig-Biennale. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie kommt ihr denn am besten an diese Hefte? Zum Beispiel, indem ihr an unserer Verlosung teilnehmt. Denn wir verlosen gemeinsam mit Monopol 20 Mini-Probeabos des Magazins inklusive dem Venedig-Sonderheft. Wie das geht? Schreibt uns gerne eine Mail mit eurer Postadresse an verlosung@detektor.fm betreff Kunst und Leben und erzählt uns mal, warum ihr den Podcast Kunst und Leben denn gerne hört. Einsenderschluss ist der 30. April und ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Wir wünschen euch ganz viel Glück. Alle Infos dazu findet ihr natürlich auch nochmal auf unserer Website detektor.fm, im Detektor FM Newsletter und auf monopol-magazin.de. Die Redaktion für diese Folge hatte meine Kollegin Sarah-Marie Plikard, bei der ich mich ganz herzlich an dieser Stelle bedanken möchte. Mein Name ist Aline Wrozina. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich bei euch fürs Zuhören und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge dann wiederhören. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.